eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin, liebe HSVer, herzlich willkommen zum Spieltagscheck vor dem 22. Bundesligaspieltag. Am Sonnabend empfangen wir hier im Volksparkstadion den 1. FC Heidenheim. Und mit dabei ist dann auch unser Defensiv-Allrounder, der heute schon bei mir zu Gast ist, Moritz Heyer. Herzlich willkommen, Mo. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Mo, wir stehen jetzt gerade hier im Volksparkstadion. Das Stadion an sich ist so auch schon ein ganz schmuckes Ding. Es wird aber noch schöner, wenn wir daran denken, dass am Sonnabend wieder bis zu 10.000 Fans dabei sein dürfen. Zum ersten Mal seit relativ langer Zeit. Was macht diese Aussicht auf die Kulisse mit dir? Ja, ich glaube, dass man sich, als man die Nachricht bekommen hat, dass man sich sehr, sehr gefreut hat, dass wieder mehr Zuschauer rein dürfen. Ich glaube, es war sehr, sehr traurig, dass relativ wenige das letzte Mal dann halt da waren. Deswegen freut es umso mehr, dass wir auf jeden Fall wieder vor 10.000 spielen können. Klar hoffen wir, dass es irgendwann wieder mehr wird, aber ich glaube, man muss dann einfach auch die Lage dann abwarten, wie es sich entwickelt. Und erstmal sind wir, glaube ich, ganz froh, dass 10.000 da sind. Und wir haben jetzt am vergangenen Sonntag ja auch schon mitbekommen, dass auch ein ganz paar Fans schon ordentlich Stimmung machen können. Am Böllenfalltor war der Gästeblock ganz gut drauf, schon nach 13 Minuten eigentlich spätestens in Feierlaune. Wie war es jetzt bei euch die Woche über? Wie hat euch dieser ja am Ende auch deutliche 5:0 Erfolg positiv durch diese Trainingswoche geleitet? Ja, ich glaube, das kam mir jetzt noch nicht so extrem oft vor, dass wir so einen deutlichen Sieg eingefahren haben. Deswegen sind wir natürlich darüber sehr, sehr froh gewesen. Klar war die zweite Halbzeit dann vielleicht auch nicht mehr so ganz gut wie die erste zum Beispiel. Aber ich glaube, wenn man dann 3:0 zur Halbzeit führt, dann kann man vielleicht auch ein bisschen nachlassen, auch wenn man es nicht tun sollte. Aber glaube ich, wir sind ganz gut ins Spiel reingegangen und haben das Spiel dann verdient gewonnen. Nimm uns mal kurz noch mit jetzt in die aktuelle Trainingswoche. Fokus direkt wieder nach vorne auf den kommenden Gegner. Worauf lagen die Schwerpunkte jetzt in den zurückliegenden Tagen? Ja, ich glaube auf der Intensivität, weil Heidenheim spielt sehr intensiven Fußball, sehr, sehr eingespielt. Und da kommt es einfach darauf an, dass wir unsere Leistung bringen, an unsere Leistungsgrenze kommen. Und ich glaube, dann können wir Heidenheim auf jeden Fall schlagen. Und wir nehmen euch alle jetzt einmal kurz mit auf den Trainingsplatz und zu allem, was in dieser Woche rund um unser Volksparkstadion passiert ist. Und das machen wir wie immer in unserer Rubrik Unser HSV. Es war ein historischer Tag für Robert Glatze in Darmstadt. Mit seinen 4 Treffern ebnete er den Weg zum deutlichen Sieg bei den Lilien. Außerdem erzielte er den frühesten Hattrick der Geschichte in Liga 2. Doch schon einen Tag später ging bei unserem Stürmer der Blick auf die nächste schwere Aufgabe. Und diese lautet 1. FC Heidenheim. Klar, wollen wir genauso weitermachen. Ganz klar gewinnen jetzt natürlich dann schön wieder mit wenigen Fans dann wieder zu Hause. Klar, da wollen wir den nächsten Schritt machen, natürlich gewinnen. Und dann geht es wieder um 3 Punkte und haben noch einige Spiele vor uns. Vielleicht über allem steht halt einfach so der Durchbruch in der zweiten Liga. Würde ich sagen, dass ich mich dort richtig etablieren konnte in der zweiten Liga. Das würde ich im Vordergrund stellen, aber auch Freundschaften geschlossen, die auch über den Fußball hinaus, über Fußball hinausgehen. Ist ein besonderer Verein, einfach für mich persönlich. Die Siege gegen St. Pauli und Darmstadt ließen die Tabelle der zweiten Liga eng zusammenrücken. Dennoch ist dies eine Situation, die für unseren Trainer nicht allzu viel Bedeutung hat. Dass es eng ist, habe ich schon immer gesagt, aber wir sind gut beraten, wenn wir auf uns schauen, wenn wir genau das weitermachen, was wir bereits gemacht haben oder was wir bereits angefangen haben, dass wir hart arbeiten jeden Tag, dass wir immer besser werden wollen und das hat weniger damit zu tun, ob die Tabelle eng ist oder nicht eng ist. Ja, das ist für uns total irrelevant. Irrelevant ist das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim für unseren Coach sicher nicht. Auf den jüngsten Erfolgen soll sich seine Mannschaft nicht ausruhen, betonte der Trainer. Es geht nur darum, dass wir weiter hart arbeiten, dass wir erfolgshungrig bleiben, dass wir bissig, gallig sind. Und das sind so Eigenschaften, die sehe ich eigentlich jeden Tag bei meiner Mannschaft. Aber die muss man natürlich auch immer wieder einfordern. Und die Jungs müssen einfach hungrig bleiben. Und das ist für uns das Entscheidende, dass wir da keinen Deut nachlassen, sondern immer das in den Vordergrund stellen, nicht immer nur das Ergebnis sehen. Und deswegen hilft es bei uns nur, wenn wir immer versuchen, mehr zu wollen. Diese Erfolgshungrigkeit soll unser Team weitertreiben. Am besten schon zu den nächsten 3 Zählern gegen den 1. FC Heidenheim. Ja,
Ja, Mo, wir wollen in diesem Spieltagscheck vor allem über den ersten FC Heidenheim und unser Heimspiel hier am Wochenende sprechen. Weil es so schön war, blicken wir aber auch noch mal ganz kurz zurück auf das vergangene Wochenende. Du hast es eben schon angedeutet, 5:0 gewinnt man jetzt auch nicht unbedingt alle Tage. Die 4 Tore von Bobby Glatze haben die Berichterstattung im Nachhinein natürlich irgendwie dominiert. Wenn man sich deine Statistik des Spiels mal anguckt, dann ist die aber auch ganz spannend. Du hast hinter Bascho und Miro Muheim die drittmeisten Ballaktionen gehabt, bist mit 11,6 die meisten Kilometer auf dem Feld gelaufen, hast zudem mit 67% eine ganz ordentliche Zweikampfquote und natürlich dann auch am Ende die beiden Assists, die bei dir zu Buche stehen. Wie hast du das Spiel und auch deine Leistung in Darmstadt wahrgenommen? Ja, ich glaube schon, dass es diese Saison eines der besseren Spiele von mir war, das muss ich so sagen. Ja, also die ein oder andere Statistik hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Klar, 2 Vorlagen habe ich gemacht, vielleicht dann auch mit ein bisschen Glück, sage ich, dass der Ball zu Vinci durchrutscht und der den halt so überragend wegmacht. Ja, da kann man dann vielleicht dann auch nicht mehr so viel, ist dann mehr von Vinci. Vinci hat es dann halt einfach gut gemacht und ich glaube, Bobby macht meine Flanke dann auch gut weg und so stehen dann für mich 2 Assists, aber ich glaube, die Tore waren dann auch nicht so einfach, dass ich den Ball jetzt direkt vors Tor gelegt habe und dann nur noch reinschieben musste. Deswegen, ja, freue ich mich natürlich darüber, dass ich 2 Assists habe, aber will natürlich weiter dran anknüpfen. Bobby Glatze hat nach dem Spiel gesagt, den Ball nimmt er mit und den packt er in eine Art Erinnerungskiste, die er bei sich im Keller stehen hat. Da sammelt er ganz besondere Erinnerungsstücke, Zeitungsartikel und hin und wieder auch mal einen Ball drin. Gibt es sowas bei dir auch? Hast du so deine persönlichen Highlights deiner Karriere irgendwie aufbewahrt zu Hause? Ja, also die meisten Sachen liegen tatsächlich bei meinen Eltern. Die habe ich jetzt nicht mit nach Hamburg genommen. Aber es gibt da schon so ein paar Sachen, die ich dann auch über die Jahre jetzt gesammelt habe. Ob es jetzt Trikots sind, ob jetzt irgendwelche Pokale sind. Ja, das hat man dann schon zu Hause. Will ich dann vielleicht auf Dauer auch irgendwie mal ein Zimmer einrichten. Aber ja, ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre zu spielen und ich hoffe, dass da noch einiges dazukommt. Von deswegen bin ich da ganz entspannt. Das heißt, wenn man jetzt hier in deine Wohnung in Hamburg kommt, sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick, oh, der Mo, der ist Fußballer. Nee, ich glaube nicht. Nee, das auf keinen Fall. Es hängen jetzt nicht extrem viele Trikots rum. Es hängt, glaube ich, so ein Bild von mir vom Fotoshooting fürs Trikot damals. Aber ja, ansonsten ist relativ wenig mit Fußball in der Wohnung. Du bist jetzt, weil wir das Thema zu Hause gerade ansprachen, seit knapp 1,5 Jahren hier in Hamburg inmitten der Corona-Pandemie hierher gewechselt. Das macht es natürlich wahrscheinlich etwas schwieriger, um in der neuen Stadt auch anzukommen. Würdest du trotzdem sagen, du fühlst dich mittlerweile zu Hause? Ja, das auf jeden Fall. Also gerade auch die Nähe zu meiner Heimat ist natürlich gegeben, was mir extrem wichtig ist, dass meine Eltern mal rumkommen können, ich dann vielleicht auch mal hinfahren können. Das ist halt mir extrem wichtig und ja, an sich habe ich, glaube ich, schon relativ viel gesehen. Es war ja auch eine Zeit lang relativ viel offen. Essen gehen konnte man auch, also von daher würde ich schon sagen, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle und auf jeden Fall angekommen bin. Wenn du nicht gerade im Volksparkstadion unterwegs bist, was sind so deine Top-Places? Ja, eigentlich bin ich relativ oft an der Alster, einfach ein bisschen spazieren mit dem Hund. Ja, ansonsten ja, das ein oder andere Restaurant dann vielleicht, aber eigentlich hauptsächlich die Alster. Viel draußen mit dem Hund also? Ja, genau. Also der Hund muss ja ein bisschen bewegt werden, deswegen bietet sich das ja an. Als du im September 2020 hier zu uns gekommen bist, hat unser damaliger Trainer Daniel Thun sinngemäß gesagt, Mo Haier, der spielt bei mir immer. Daniel Thun, jetzt ja seit dieser Woche Trainer von Fortuna Düsseldorf. Habt ihr noch Kontakt? Hast du ihm anlässlich seiner Verpflichtung mal geschrieben? Ist ja einer deiner langjährigen Weggefährten in Osnabrück und auch hier bei uns gewesen. Ja, also geschrieben habe ich mir auf jeden Fall. Ich habe ihm gratuliert, einfach alles Gute gewünscht. Ich glaube, das macht man gerade, wenn man dann vielleicht auch ein paar Jahre länger zusammengearbeitet hat oder sich schon ein paar Jahre länger kennt. Und zwischendurch hatten wir auch mal den einen oder anderen Berührungspunkt, wo wir dann ja, Kontakt hatten. Und ja, ich denke, der wird auch so aufrecht halten. Dieses Mo Haier spielt immer, hat sich langsam aber sicher aber auch unter unserem jetzigen Coach, unter Tim Walter, etabliert. Du hast zu Saisonbeginn noch ab und zu auf der Bank gesessen, bist dann als Joker reingekommen, hast lediglich ein Spiel, das Hinspiel beim FC St. Pauli, komplett von der Bank aus beobachtet und spielst jetzt seit Ende Oktober und unserer Partie beim SC Paderborn durchgängig als Rechtsverteidiger, auch jede Partie über 90 Minuten. Inwiefern hilft dir auch diese konstante Aufstellung in der Startelf, deine konstante Leistung auf der rechten Verteidigerposition zu bringen und dann auch so offensiv zu interpretieren, wie du es machst? Ja, ich glaube, wenn man auf dem Platz steht, dann von Woche zu Woche fühlt man sich dann vielleicht einfach ein bisschen besser. Das ist einfach so. Ich glaube, dann kann man sich ein bisschen einspielen. Gerade bei mir war es ja teilweise die letzten Jahre so, dass ich öfter mal die Position gewechselt habe.
Aber ich glaube, das ist für einen Spieler immer ein bisschen besser, als wenn man öfter mal auf derselben Position spielt. Das kommt mir dann vielleicht jetzt gerade so ein bisschen zugute, dass ich relativ oft rechts hinten spiele und mich jetzt so langsam ein bisschen daran gewöhnt habe, sage ich mal. So langsam die Abläufe drin habe und das hilft dann natürlich extrem. Das Offensive in deinem Spiel ist aber gar nicht unbedingt neu. Das hast du auch schon auf den verschiedenen anderen Positionen auf dem Platz bewiesen. Du hast für den VfL Osnabrück in der Saison 2019-2020 mal 6 Tore erzielt. Aktuell stehst du bei 5 bei uns. 7 am Ende sind schon noch drin, oder? Ja, ich würde mich natürlich extrem freuen. Also klar, 6 ist bisher das Maximum, glaube ich, außer vielleicht meiner Jugendzeit, dass ich mal 6 getroffen habe. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es dieses Jahr mehr werden, aber ich glaube, wichtiger ist natürlich der Erfolg der Mannschaft und das stelle ich dann einfach über allem. Und wenn ich dann nicht mehr treffen sollte und wir im Endeffekt erfolgreich sind, dann ist es mir dann auch egal. Der Erfolg der Mannschaft, der ist aktuell gegeben. Wenn man so ein bisschen mal in das Umfeld des Vereins reinhört, dann ist gerade durch den Derby-Sieg, durch das Weiterkommen im Pokal und jetzt auch den deutlichen Erfolg schon eine sehr große Freude, vielleicht auch eine gewisse Euphorie verspürbar. Gleichzeitig ist die Tabelle unfassbar eng. Wie geht ihr mit dieser Situation um? Ja, ich glaube, wir können ja alle die Tabelle lesen. Also wir wissen ja, dass es relativ eng geworden ist. Gerade so durch unsere letzten beiden Siegen ist nochmal alles ein bisschen zusammengerutscht. Von daher denken wir einfach von Spiel zu Spiel. Wir wollen unsere Leistung bringen, wollen unsere Spiele gewinnen. Und da muss man einfach sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, wir bleiben einfach bei uns, versuchen einfach auf uns zu konzentrieren. Und das ist einfach das Wichtigste. Am Sonnabend ist mit Heidenheim eine richtig starke Mannschaft hier zu Gast. Die haben in den letzten 8 Spielen 19 Punkte geholt. Das ist Liga-Bestwert. Ist es für euch eigentlich positiv, dass gerade so ein Spitzenspiel geführt das nächste jagt und ihr immer auf richtig starke Gegner trefft, um auch fokussiert und konzentriert durchgängig zu bleiben? Ja klar, vielleicht spielt das ein bisschen eine Rolle, aber ich glaube, wenn man die zweite Liga sieht, da kann jeder jeden schlagen. Das ist einfach so und da ist jedes Spiel extrem schwierig. Und jetzt natürlich Heidenheim, wissen wir auch, ist ein extrem ekliger Gegner, wird alles reinwerfen und da müssen wir schon an unsere Grenzen gehen, um das Spiel dann halt einfach zu gewinnen. Und das muss dann einfach das Ziel sein. Umso wichtiger wird sein, dass wir auch da wieder defensiv kompakt und stabil agieren. Und da nimmst du natürlich eine ganz entscheidende Rolle ein. Wobei du eigentlich schon seit Anfang Dezember, seit der Partie bei Hannover 96, in jedes Spiel gelb vorbelastet gehst. Ich will es gar nicht beschreien, aber ist das irgendwie in deinem Kopf, bevor du in so ein Spiel gehst? Oder spielt das gar keine Rolle, wenn du auf dem Platz bist? Tatsächlich spielt das eigentlich gar keine Rolle. Ich wusste jetzt gar nicht, dass es schon so extrem lange her ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich hätte schon später die 4. gelbe Karte gesehen. Ja, aber es spielt halt für mich aktuell keine Rolle. Ich versuche mir da jetzt nicht irgendwie Gedanken zu machen, dass ich mich jetzt irgendwie zurückhalte. Ich versuche einfach, ja, in jeden Zweikampf mit 100% zu gehen. Und ich glaube, sonst wird es auch nicht gehen. Sonst, ja, irgendwann wird vielleicht die 5. kommen. Wäre schön, wenn sie nicht kommt. Aber ja, warten wir mal ab. In jeden Zweikampf mit 100% gehen, das wirst du dann wahrscheinlich auch am Wochenende tun müssen. Nimm uns zum Abschluss doch einmal noch kurz mit, was macht Heidenheim so stark und macht sie ja auch ehrlicherweise schon seit Jahren zu so einer konstant gut agierenden Mannschaft in der zweiten Liga? Ich glaube, sie sind relativ eingespielt, haben relativ lange denselben Trainer. Die Abläufe sind, glaube ich, ganz klar. Dann stehen sie defensiv auch sehr, sehr gut. Ja, sind kämpferisch natürlich auch, glaube ich, eine der besten Mannschaften der Liga, spielen extrem intensiv und ja, sind bei Standards natürlich auch immer gefährlich. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall schon aufpassen, haben natürlich auch sehr, sehr gute Einzelspieler. Von dem her wird es auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Keine leichte Aufgabe, sagt Moritz Heyer über den kommenden Gegner, den 1. FC Heidenheim. Und über den informieren wir euch jetzt auch noch mal ein bisschen in unserem Gegnercheck. Einem soliden Saisonbeginn folgten ein paar sieglose Spiele. Trainer Frank Schmidt, mittlerweile in seinem 15. Jahr als Coach des FCH aktiv, brachte seine Mannschaft aber wieder zurück in die Erfolgsspur, verlor nur eines der letzten 8 Spiele. Einen großen Anteil daran haben vor allem 2 seiner Offensivkräfte. Außenspieler Tobias Mohr, dieser traf zuletzt sehenswert beim 3:1 Erfolg über Hannover 96, und Mittelstürmer Tim Kleindienst. Er ist mit 7 Treffern der beste Torjäger der Heidenheimer. Und auch in der Liga ist der vielseitige Rechtsfuß auffällig oft auf Platz 1 der Statistiken zu finden. Die höchste Anzahl an Sprints und intensiven Läufen, die meisten gewonnenen Kopfballduelle und Zweikämpfe, aber auch die meisten Aluminiumtreffer und häufigsten Fouls. Grund zur Freude, die beiden Offensivspieler feiern am Wochenende dasselbe Jubiläum. Für Mohr und Kleindienst ist es jeweils das 100. Spiel in Liga 2.
Jedenfalls wird es spannend, wenn sich die Mannschaften von Frank Schmidt und Tim Walter am Sonnabend gegenüberstehen. In 4 Partien gegeneinander trennten sich die beiden Trainer bisher immer unentschieden. Und damit sind wir in unserer Kategorie Crunch Time angekommen. Für Mo ein altbekanntes Format für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns heute zum ersten Mal zuschauen, noch einmal kurz erklärt. Mo wird gleich 60 Sekunden lang versuchen, den Ball, der gerade noch vor ihm liegt, hochzuhalten. Und währenddessen stelle ich ihm ein buntes Potpourri an Fragen zu seiner bisherigen Karriere, zur zweiten Liga und zur großen weiten Fußballwelt da draußen. Nach 60 Sekunden rechnen wir ab, wie viele Fragen Mo richtig beantwortet hat. Sollte der Ball vorher runterfallen, so ja passiert leider bei deinem letzten Auftritt hier im Spieltagscheck, rechnen wir ab und der Zwischenstand wird gezählt. 5 Punkte waren es beim letzten Mal, als dir der Ball runtergefallen ist. Geht heute mehr, ja, oder? Ja, ich hoffe. Perfekt. Wenn du keine Fragen hast, würde ich sagen, ich zähle runter und dann legen wir auch direkt los. Dann sagen wir 3, 2, 1 und los. Wer hat nach Bobby Glatze die meisten Tore für unser Team geschossen? Ich. Richtig. Mit dir auf dem Platz hat der HSV diese Saison erst einmal verloren. Richtig oder falsch? Richtig. Korrekt. Wie lautet die Straße unseres Stadions? Silvesterallee. Korrekt. Mit welchem Spieler standest du bei deiner Zeit beim HSV am längsten gemeinsam auf dem Platz? Sonny Kittel. Auch richtig. Von 58 möglichen Spielen für den HSV hast du wie viele verpasst? 3. Auch richtig. Echt? Wie viele Tage lagen zwischen deinem Wechsel und deinem ersten Spiel für unseren HSV? 2. Falsch, 0. Wie alt ist Cameo Anthony? 37. Auch richtig. Du hast jetzt schon mehr gelbe Karten als letzte Saison. Richtig oder falsch? Falsch. Korrekt, letzte Saison waren es 5. Wer hat mittlerweile deine ehemalige Nummer 6 beim VfL Osnabrück? Sven Köhler. Korrekt. Wer hat aktuell mehr Scorerpunkte? Sonny Kittel oder Bobby Glatzel? Sonny Kittel. Korrekt. Wie viele Mannschaften der zwei... Wow. Du Maschine. War gut, ne? Das war gut. Das waren 9 richtige Antworten. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist das die Top-Performance zusammen mit Mario Vuskovic, der in dieser Saison auch 9 richtige in dieser Kategorie erzielt hat. Gute Bin Leistung, oder? Ja. Bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Deutliche Steigerung zum letzten Mal. Perfekt. Dann entlassen wir einen zufriedenen Mo Haier in den Spieltag. Mo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ganz, ganz, ganz viel Erfolg für Sonnabend. Und an euch alle da draußen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über alle, die am Sonnabend hier vor Ort sind oder uns in nah und fern die Daumen drücken. Bis dahin, nur der HSV.